Hallo liebe Fußballfreunde, in diesem Video möchte ich die 4-3-3-Formation durchgehen. Fangen wir dieses Mal auch gleich mit der Offensive an, weil dieses Spielsystem ein sehr offensives ist. Weil wenn wir uns das mal anschauen, dann haben wir hier 3 Stürmer plus 2 Achter, das heißt wir haben hier 5 Spieler, die rein offensiv ausgerichtet sind. Weiters, wenn wir uns das ganze Spielfeld anschauen, dann sehen wir, dass wir überall Dreiecke haben. Und das ist natürlich hervorragend für ein Kombinationsspiel. Ganz allgemein gesehen ist das 4-3-3 wirklich sehr, sehr ähnlich dem 4-1-4-1-System. Mit dem einzigen Unterschied, wenn überhaupt, dann sind es diese zwei Spieler, dass die um eine Spur offensiver sind als wie bei einem 4-1-4-1. Diese zwei Spieler haben auch gleich eine wichtige Rolle in diesem System. Erstens einmal, sie sollten sehr breit und zweitens sehr hoch stehen. Warum? Weil so hat es dann der Gegner schwer zu verteidigen, weil wir ihn sehr auseinanderziehen. Wenn ich nur mal die gegnerische Viererkette markiere, dann denke ich, ist hier klar zu erkennen, dass wir den Gegner auseinanderziehen, weil wir die komplette Breite des Spielfeldes ausnutzen. Und gleichzeitig ist es auch ein Vorteil für diese Zentrumspieler hier in der Mitte, weil sie dann natürlich mehr Raum zur Verfügung haben, als wie wenn der Gegner eng und kompakt steht. Natürlich verschiebt er den Gegner ballorientiert und da kommt es natürlich darauf an, wenn wir den Ball haben, dass wir schnell den Ball laufen lassen, dass wir von einer Seite auf die andere kommen. Warum? Damit wir den kompletten Mannschaftsblock vom Gegner in Bewegung bringen. Damit irgendwann einmal Lücken entstehen, wenn zum Beispiel der Ball links ist, verschiebt die komplette Mannschaft nach links. Wenn er rechts ist, wieder nach rechts und so weiter. Und wenn wir das schnell schaffen, dass wir den Gegner ständig in Bewegung bringen, dann entstehen irgendwann einmal Lücken und die sollten wir dann natürlich ausnutzen können. Ein weiterer Vorteil beim 4-3-3 ist, wenn wir den Ball verlieren, dass wir sofort ein Gegenpressing starten. Nehmen wir zum Beispiel an, wir verlieren hier auf der rechten Seite den Ball. Natürlich sollten wir bei dem Ballverlust sehr ballorientiert rüber verschieben und es dem Gegner so schwer machen, dass er eine ordentliche Lösung finden, weil wir ihn unter Zeitdruck und unter Raumdruck setzen. Weil wir dann hier mit sehr vielen Spielern um den Ball vertreten sind und wie ich schon anfangs erwähnt habe, dadurch, dass wir sehr viele Spieler ganz vorne haben, eignet sich das, wie gesagt, hervorragend, sofort bei einem Ballverlust umzuschalten und sofort dem Gegner Druck auszuüben. Wenn der Gegner es aber schaffen sollte, diese Pressinglinie zu überspielen, beziehungsweise wenn er sich lösen kann, dann kann es für uns sehr gefährlich werden. Weil beim 4-3-3 ist es wirklich ein schmaler Grat zwischen Vorteil Gegenpressing und Nachteil Konteranfälligkeit. Wenn er das schafft, wie gesagt, der Gegner, dann findet er sehr viele freie, offene Räume, weil wir natürlich sehr offensiv ausgerichtet sind. Und diese Räume sind dann hauptsächlich auf der ballfernen Seite und natürlich der Raum hinter unserer Abwehr. Also wie gesagt, kurz zur Wiederholung, es ist wirklich ein schmaler Grat zwischen Vorteil Gegenpressing und Nachteil Konteranfälligkeit. Wie schaut das Ganze in der Defensive aus, wenn wir alle hinter dem Ball sind? Wenn wir uns entschließen, dass wir in einem 4-3-3 verteidigen, dann schaut das in etwa so aus. Die gegnerische Viererkette ist gerade im Spielaufbau, steht natürlich höher. So. Wenn wir uns entschließen, im 4-3-3 zu verteidigen, dann ist der größte Vorteil natürlich, dass wir hier 3 Spieler ganz vorne haben und diese 3 Spieler können sehr viel Druck ausüben auf die gegnerische Abwehr. Das heißt, wir können sie schon im Spielaufbau sehr stark stören. Aber hier gilt wieder, wie ich vorher erwähnt habe, wenn der Gegner es schafft, diese Linie, unsere Linie zu überspielen, dann findet er wieder sehr viele freie Räume.
und die könnten dann gefährlich werden. Und diese Räume sind hauptsächlich links und rechts vom Sechser und natürlich die Räume auf den Außen hinter den Außenstürmern bzw. vor den Außenverteidigern. Wenn wir uns aber entschließen, dass wir in einem 4-1-4-1 verteidigen, wie schaut das dann aus? Ganz einfach, die Außenstürmer lassen sich nach hinten fallen ins Mittelfeld und wir haben somit unsere 4-1-4-1 Formation. Und was da die ganzen Vor- und Nachteile sind, das könnt ihr euch in einem extra Video anschauen, das ich gedreht habe. Klickt einfach auf das Spielsystem 4-1-4-1 und ihr könnt euch alle wichtigen Punkte in Ruhe anschauen. Dann sage ich einmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!